traf ich auf einer Veranstaltung einen Mann, oder der sprach mich an. Ich hatte das Hemd offen, und der sagte, ach, sind Sie Freimaurer? Ich sage, nee. Naja, das sind alles freimaurerische Symbole, die Sie da auf diesem Amulett haben. Ich dachte, ach, ja, okay. Ja, und da sagte er, ich bin selber Freimaurer. Wenn Sie Interesse haben, dann nehme ich Sie mal mit in die Loge. Und dann können Sie sich informieren und so. Und ja, ich dachte, ja, klar, warum nicht? Das war ja das, was ich noch im Hinterkopf hatte. Vielleicht irgendwann wird dieses Amulett für Sie eine Bedeutung haben. Und dann bin ich in die Freimaurerloge gegangen und habe da eben so Gastabende gemacht und fand das sehr interessant. Wir müssen, also bevor jetzt kommen, natürlich viele werden sich fragen, was machen Freimaurer? Freimaurer sind im Idealfall hohen Idealen und Tugenden verpflichtet. Ich hoffe, es gibt keine Ausnahmen, aber ich wüsste es nicht. Wir müssen noch eine Sache besprechen, weil sonst fragt man sich die ganze Zeit, warum ist der Mann nicht alleine gekommen, sondern hat diese Puppen dabei. das könnte zu Missverständnissen führen. Ich weiß nicht, ob dieser Mann in London ihn damals auch angesehen hat, dass sie eine Sammelleidenschaft haben. Das hat er zumindest nicht auch Man sagt ja, dass Menschen, die etwas sammeln, Angst vom Tod haben, weil sie irgendwie die Zeit stehen. Also sie wollen die Zeit stauen. Ja? Ja, haben Sie Angst vom Tod? Ich habe Angst davor, qualvoll zu sterben. Verstehe. Was sammeln Sie? Ich sammle ja solche Figuren, alle möglichen Figuren. Actionfiguren. Actionfiguren nennt man die. In dem Fall habe ich jetzt lauter Schauspielkollegen dabei, also Marilyn, Chaplin. Ja. Gerd Fröbe und Bud Spencer. Wir haben ja hier im Keller gefilmt, da sieht man es. Wenn Sie können, ruhig weiter. Das, der Keller, so sieht es bei mir zu Hause im Keller aus. Das sieht toll aus. Der einzige Raum, wo diese Figuren bleiben dürfen, weil meine Frau sagt, die möchte ich bitte da unten haben und nicht sonst wo im Haus. Und, ich leite daraus ab, Sie wohnen im Eigentum, weil ich wohne auch zur Miete wie Frau Baerbock. Als Mieter würde man sowas nie tun, weil man denkt immer, eines Tages ziehe ich mal um. Das sammeln Sie, Frau Baerbock? Warum habe ich eigentlich ein Panini-Heft? Jetzt weiß ich gar nicht, wie alle Fußballspieler heißen. Nein, aber gibt es auch eine Figur von Ihnen selbst? Ja, also die hier. Aber das ist so eine... Ja, das ist diese Guck Figur. Mal, war die eine handelsübliche Figur oder nein, haben Sie die nein, selber nein, anfertigen nein. Die, lassen? Die habe ich mir selber machen. Also das war ein Geschenk meiner Frau. Die sagte, dann kannst du dich wenigstens zu deinen Figuren stellen. Ja. Und das habe ich dann gemacht. Das ist so eine 3D-Druck. Super, aber das ist aber schick. Mal erstaunlich nah am Original. Ehrlich. Fehlt noch eine in der Sammlung, eine Figur, wo Sie sagen, es hat doch jeder Sammler hat doch immer diese Leidenschaft, wo man sagt, wenn ich denn, Sie haben jetzt ein Millionenpublikum. Die fehlt mir selbst. Es ist schade, dass eben auch sehr wenig. Gut, diese Figuren werden in erster Linie in China hergestellt. Ja. Dass es sehr wenig deutsche Kollegen gibt. Die, also Gerd Fröbe ist eine. Die Schlümpfe habe ich auch. Die Schlümpfe habe ich auch. Absolute Alternative. Ja. Da finde ich mich auch wieder. Meine erste Figur, die ich gesammelt habe, das waren eben Schlümpfe. Also das fing an mit Schlümpfen. Es fing an mit Schlümpfen und es endet vielleicht eines Tages mit Katharina Thalbach in einer. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also wir haben ja zu Beginn des Gesprächs versprochen, dass wir den Facettenreichtum von Wolfgang Barrow hier mal auffächern wollen. Ich finde, es ist ganz gut gelungen. Ich finde es schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank so bis zu diesem Moment. Danke.